Hallo Welt, da sind wir wieder und es wird ja schon wieder Nacht. Tja, die Todesklaue ist immer noch nicht zu sehen, was? Na, die brütet vielleicht ein Ei aus. Oh, da ist sie ja. Ja, wir sollen uns ja mit ihr anfreunden. Also, vielleicht kann man sich jetzt mit denen anfreunden oder irgendwas. Vielleicht müssen wir sie auch nur K.O. schlagen. Aber die geht ja. Mit ihrem Geschenk unzufrieden sind diese Einheit. Das ist ja das, die geht ja nicht K.O. Die ist ja einfach, entweder die lebt oder sie ist tot. Hat nicht geklappt. Oh, hey, Moment! Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehen. Um Gottes Willen, wir reden hier von einer Todeskralle. Ah, sie sind eingetroffen. Töten sie das Biest oder lassen sie es. Mir egal, solange ich mir keinen neuen Assistenten suchen muss. Wie? Was war denn das jetzt? Oh, wir leben ja noch. Nicht mehr so ganz. Verstehe ich jetzt nicht. Was war das denn jetzt für eine komische Aktion? Wir haben einmal geflötet. Und dann war die... Was war denn da? Da war überhaupt nichts. Das hat alles nicht geklappt. Das, was sie da gesagt hat, das mit dem Lockstoff da, mit dem Zeug, das hat ja auch nicht funktioniert. Wir haben das da hingeschmissen und das Ding ist sofort explodiert. Da hat es nicht irgendwelche Tiere angelockt. Und was war davor? Das hat auch nicht funktioniert. Davor sollten wir doch auch irgendwas machen. Wieso kann ich mich hier nicht hin teleportieren? Lakritze schmeckt jetzt irgendwie besser. Aufgrund der gehärteten Außenhülle dieser Einheit ist die Aktion zurzeit nicht. Ja, ich muss mal darüber und mein Zeug holen. Die Todeskralle hat mich erwischt. Oh nein, 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 das ist keine gute Idee für dich. Auf Stufe 7 darüber gehen zu wollen, das ist echt keine gute Idee. Oh, Vorsicht vor der Insel. Nein, nein! Oh. Oh nein! Soll ich zurückbleiben? Oder dorthin und ihn wiederbeleben? Ja, das wird nicht helfen, ihn wiederbeleben. Was war denn das jetzt? Habt ihr das gesehen? Oh, der wird das doch nicht... Auf Stufe 7? Das... Oh, shit. Der wird auch sein Zeug nicht wieder kriegen. Dann brauche ich diese komische Waffe, die das geschafft hat gegen die... Aber ich will die nicht töten. Jetzt. Nachdem wir sie angepfiffen haben.
Der ist ja noch am Leben. Wie, was hat der denn? Hat der die. Ist die jetzt. Wie, was ist denn jetzt mit der Todeskralle? Ist die jetzt zahm oder was? Wir haben sie angepfiffen und dann. Auf Stufe 7. Ich glaube nicht, dass das klappt. Oder wie hast du das geschafft? Ja, gut, dass du noch lebst. Ich find's. Wo ist mein Daumen? Hier. Wie hat er das denn geschafft jetzt? Wunder passieren immer. Keine Ahnung. Der stand dir doch direkt gegenüber. Wie hat er das denn hingekriegt? Vielleicht ist die jetzt zahm. Ja, denkst du, zu uns war sie nicht zahm. Nee, die ist nicht zahm. Die ist überhaupt nicht zahm. Der ist irgendwie, hat er das geschafft, da wegzukommen. Vielleicht war das auch ein anderer, jemand, der einfach einen anderen Charakter hatte und der das schon kannte vielleicht und... Na, ich weiß nicht. Mysteriös ist es. Okay, ich weiß was. Ich weiß, wir gehen mal hier runter. Hier ist Ruhe. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja, mit der Todeskralle nochmal, ich weiß nicht. Vielleicht hatte der wirklich einen anderen Charakter. War vielleicht normalerweise schon auf Level 500 oder so und weiß, wie er mit Todeskrallen umzugehen hat. Und wollte vielleicht mal ausprobieren, ob das auf Stufe 7 auch geht. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen jetzt, weil das, was wir da gerade gemacht haben, als er da war, könnte man auch fehlinterpretieren als Versuch, ihn zu der Insel rüberzulocken und wir bleiben auf der anderen Seite stehen und warten, bis er abgemurkst wird. Ja, also ihn in die Falle locken, könnte man das auch interpretieren, wenn man jetzt ganz paranoid wäre. Aber deswegen habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich wollte das nicht. Ja, das ist das Doofe, dass man hier eben keinen richtigen Chat oder sowas hat. Oder, ja, man hat ja die Sprachnachrichten, aber da weiß ich ja nicht, ob man da irgendwen versteht, ob mich irgendwer versteht, ach, wie auch immer. Hoffentlich denkt er jetzt nicht, dass wir ihn da in eine Falle locken wollten. Na, wenn er das Herz gezeigt hat, dann wird er das wohl nicht denken. Dann wird er wirklich vielleicht da irgendwas gemacht haben und sich bedankt haben, wirklich, dass da vielleicht noch irgendwas ist. Aber da, wir haben ja auch alles weggesammelt. Oder es war ironisch gemeint. Ja, der hat bestimmt gesagt, du Arschloch, wolltest mich da in die Falle locken, habe ich aber überlebt. Hier, vielen Dank, du Arsch. Oh, muss ich das jetzt zweimal piepen? Piep, piep. Ja, ich wollte hier was anderes machen, ganz in Ruhe. Ich wollte nämlich mal gucken, was jetzt mit unseren Aufgaben los ist. Tolle Taktiken. Ich bin vor der Todeskralle geflohen, mit der ich mich für Rose anfreunden sollte. Und jetzt? Nähere dich der Todeskralle und freunde dich mit ihr an. Optional, fliehe vor der Todeskralle. Und? Wie geht's da weiter? Ach, wir müssen das bei allen Todeskrallen jetzt machen. Kann das sein? Nein, dann wird das doch da immer noch stehen, oder? Sonstiges will ich weghaben. Sprich mit dem Aufseher der Schießanlage. Was, wo kommt das denn schon wieder her? Das Ding mit der Kaulquappe nehme ich jetzt auch mal raus.
Wir wissen ja, dass wir das machen wollen. Der Aufseher der mit dem Aufseher der Schießanlage sprechen? Das ist eine tägliche Aufgabe. Ja, da verpassen wir das nicht, wenn wir das nicht machen. Erstmal gucken. Die anderen Todeskrallen, ja, die sollen wir nicht machen, aber... Ich möchte das ja gerne weitermachen mit Rose. Keine Ahnung, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu ihr und reden nochmal mit ihr. Ich gucke gerade, ob die Camps hier irgendeinen Namen haben, ob man den Namen sieht, wenn ich hier jetzt mir überlege, wie nenne ich denn mein Camp? Weil hier jetzt Camp 1 immer steht. Aber das kann man wohl nicht umbenennen. So, haben wir jetzt alles? Ja, dann gehen wir nochmal zu ihr zurück, hä? Und bis wir da sind, werden wir hoffentlich auch genug Kleber gefunden haben. Und können hoffentlich unsere Waffe dann wieder reparieren. Ui, es ist jetzt echt Nacht. Was war denn das? Was schießt denn hier so komisch? Was ist das denn? San Diego Jones, ach so. Oh. Ist ja cool. Die haben alle diese Vault-Anzüge an. Das finde ich interessant.
Ich glaube, die haben das verteidigt jetzt, oder? Ist da noch einer? Oh, da kommt noch eine Welle. Das war ja nicht schlecht. Was ist das denn? Hey, was ist das denn? Können wir sowas auch? Den Roboter Dance? Wieso haben wir den nicht? Ich habe immer geguckt, ob es da was Neues gibt. Da gab es doch nie was. Nur der ist auf Stufe 600. Vielleicht hat er das über das Spielbrett irgendwie gekriegt als Bonus. Cool. Na, ich mach mich mal lieber vom Acker hier. Ob ich auch so einen Volt-Anzug irgendwo habe? Ach, die Kiste. Ich konnte doch nie was lagern. Und ich weiß, ich habe eigentlich den aus Volt 76 den Anzug. Müsste ich immer noch haben. Doch, doch. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Jedem. Fröhliche Feiertage zu wünschen. Initiiere fröhliche Feiertage. Greife. Interessant. Das sollte ich aufschreiben. Naja, okay, interessant. Ich sollte jetzt mal meine Sachen reparieren. Ich überlege nochmal, ob wir die Sachen nicht lieber unten hinstellen, alle. Für Besucher ist das natürlich schon toll, wenn hier oben die Sachen stehen. Aber unten hätten wir mehr Ruhe. Ach Gott, wie oft machen wir denn hier irgendwas? Schrott verwerten. Was brauchen wir? Munition herstellen. Erstmal Fotofilme brauchen wir wieder. Ui, dafür brauchen wir Kleber. Drei. Ui, wir haben drei Kleber. Moment, dann müssen wir doch erstmal unser Scharfschützengewehr reparieren. Planänderung. Reparieren. Ach, sechs Kleber brauchen wir. Wir haben aber nur drei. Oh. Okay. Schade. Für die Armbrust... Kleber brauchen wir immer, oder? Für die Armbrustbolzen brauchen wir auch Kleber. Und wenn wir keine... Wenn wir Kleber genug haben, oder... Jemand hat mal gesagt, man soll nie schwarz und braun zusammentragen. Nach der Apokalypse und 70 Lebensjahren kann ich sagen, trag, was du willst. Tja, dann gehen wir ohne Munition jetzt los. Ich wollte in den Ruhestand. Stattdessen gab es Krieg.25 Armbrustbolzen haben wir immerhin noch. Zehn Millimeter haben wir nur noch, so wenig. Wie kommt denn das schon wieder? Wenn Sie mit Ihrem Geschenk unzufrieden sind, diese Einheit ist nicht zum Umtausch berechtigt. Bitte
wenden Sie sich bei weiteren Fragen an die nächste Rocco Kundendienst Elfenwerkstatt. Haben wir Energiewaffen schon drin? Energiewaffen sieht jetzt nicht danach aus. Beweglichkeit haben wir drin. Intelligenz haben wir drin. Kleine Waffen haben wir drin. Medizin haben wir drin, ja. Reparatur. Die haben wir noch nicht drin. Oder doch? Wo ist sie denn jetzt? Reparatur? Ach, wir haben die gar nicht zugewiesen. Wir haben die... Ach so. Egal. Okay, dann machen wir das so. Energiewaffen. Ach so, aus unserem Inventar werden die dann automatisch dazu gewiesen, ja, oder so. Haben wir Schlossknacken drin? Ja. Nahkampf. Nahkampf haben wir auch nicht. Schleichen haben wir drin. Sprengstoff. Schleichen. Sprengstoff haben wir auch nicht drin. Haben wir Stärke, haben wir drin. Waffenlos haben wir drin. Wahrnehmung haben wir nicht drin. Wissenschaft haben wir drin. Können wir doch die anderen eigentlich verkaufen, oder was meint ihr? Und wie machen wir das? Es gibt Wichtigeres, als nur Regeln zu folgen. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen wollte. Das regt mich so auf, dass die hier immer so viel am Reden sind.
Und immer so ein, immer das Gleiche. Die haben drei Sätze und das andauernd wiederholen die das. Das ist, ich raste die eines Tages noch aus mit denen. Also so witzig ich die Idee auch finde und am Anfang auch fand, aber wow. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.